Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniWLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir die Paradox Cups angefangen, und zwar die ersten drei, und ich wollte eigentlich den nächsten Paradox Cup oder den letzten Paradox Cup hier abschließen, den Hardex Paradox Cup. Aber Planänderung, ich habe gerade 5 Minuten aufgenommen in den Cup und ich krieg so viel derbe Schaden und tu so wenig austeilen. Ich könnte den theoretisch schaffen, aber es wird wahrscheinlich bestimmt über 1 Stunde dauern. Deswegen habe ich mir gedacht, ne, machst du jetzt erstmal einen optionalen Boss und danach fängt das Power Leveling an. So, bevor wir aber hier durchstarten, würde ich gerne noch fragen, ob ihr einen Kommentar, ein Like, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen könntet, um den Kanal etwas weiter zu helfen. Und wenn dem hier alles aus dem Weg, machen wir uns auf zum ersten optionalen Boss und das ist Sephiroth. Und ja, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich den auf Level 70 schon schaffe, aber sollte eigentlich machbar sein. Und ja, ich glaube, ich brauche Reflex. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe eigentlich nie Reflex benutzt, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe viele Ether und so ausgerüstet. Sollte vielleicht was Besseres hier ausrüsten, weil der Kampf hat es doch in sich. Ich fand den Kampf allgemein immer schwieriger als den in Kingdom Hearts 1, aber viele sagen irgendwie, der hier ist viel einfacher. Aber es liegt doch wahrscheinlich daran, weil ich den Kampf im ersten Teil in- und auswendig kannte. Deswegen ist der hier so ein bisschen im Vergleich anders. So. Ultimativ. Habe ich mich dann aber für Ultima hier entschieden. Wegen der MP-Regeneration. Und ja. Mal gucken, ob das was wird. Sollte eigentlich nicht unmöglich sein. Hi. Ich habe auch ein langes Schwert. What is Cloud doing? Beats me. Hmm. By the way, you three, who are you? Well, I'm not sure we should tell you. Du kennst das doch aus dem ersten Teil. Well, that's an interesting sword you're carrying. Ja, Ultima, bist du neidisch? So that's a Keyblade. And I suppose you must be its chosen wielder. So what if I am? Schon respektlos. Oh, das könnte ein bisschen hart werden, ja. Ich glaube, die haben das Lied extra neu komponiert hierfür. Ach ja, übrigens, Dreieck drücken. Ah! Ach, guck mal, geht doch noch. Au, 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 au. Ich glaube, man darf nicht zu viele Kombos bei dem machen, weil er dann sich teleportiert. Genau so. Sehr geil. Das Lied so vermisst. Aber geblockt. Ah! Ja, der könnte knapp. Ich habe drei. Ich habe nicht drei gedrückt, ich habe 4 gedrückt. Ja. Ja, ich muss mich mal in Sicherheit bringen. Will ich nicht in der Limitform kämpfen, hab ich schon im ersten Teil mehr oder weniger, weil ich da noch so ausgesehen habe. So, ein Kombo geht auf jeden Fall. So, so klappt das. Ah, ich bin aber zu gierig. Ja, doch nicht. Mit dem Bogen auf dem ersten Teil, obwohl ich zweimal, glaube ich, frei bin. Normalerweise bin ich besser in den Kampf gewesen. Ja, die Dinger verfolgen eigentlich, glaube ich. Nein! Will ich auf dich zustimmen. Ja, komm her. Nein! Ah, ich habe sogar gedrückt, sehr gut. Doch! Heartless. Ich habe Doppelsprung so jetzt. Früher wusste ich nicht, wie man dann abwehrt, aber ich habe Doppelsprung jetzt. Ich benutze ihn jetzt so wie blöde, also. Jetzt da. Der läuft sehr gut. Ich will beim ersten Mal schaffen, ne? Weißt du, wie lange es her ist, als ich dem gekämpft habe? Der letzte Treffer kommt ziemlich an der Treffen.
Achso, ich dachte, er hat so sein Engel. So, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aua. Die blöden Kugeln, ne? So, im Limitform kann ich mich noch retten. Ich habe die Attacke ehrlich gesagt vollkommen vergessen. Ich hätte vielleicht ein paar Elixier reinpacken sollen. Oh, jetzt kommt der Angriff. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, wie man den ausweicht. Na, warte. Da klappt er noch. Sack, lass mich landen. Sehr gut. Wollt nicht da reinladen, danke. Oh, hör auf damit. So, danke für die Treffer. Boah. Oh Gott. Noch rechtzeitig gelöst, komm ja, dich krieg ich doch. Ja, ich hab zu spät angegriffen, dann darf man sagen, ja, rein. Ich hab den echt beim ersten Mal, ich krieg die Krise. Den Angriff habe ich auch irgendwie zerstörerischer in Erinnerung. Gott, komm da her. Da! Und weg bist du. Boah. Beim ersten Versuch, ey, ich krieg sowas von die Krise. Geschafft. I admit, bitch, please. Skilled. But apparently Cloud is the only one who can eliminate me. Was mache ich denn jetzt mit dem Rest des Parts? Ich habe keine Ahnung. Die Aufnahmesession ist viel kürzer, als ich es eigentlich geplant hatte. Na ja, ich komme jetzt hier hin, habe mir vorgenommen, den zu erledigen und schaffe es auch noch. So die Krise. Sag Cloud, er soll ja kommen. Sag ihm auch sehr froh, möchte es beenden. Ja, cool. Aber jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Und nein, ich habe den Kampf nicht irgendwie vorher geübt oder irgendwie sowas. Das mache ich allgemein nicht. Also ja. So, und hier sind übrigens die ganzen Pilze. So, wir bauen noch 3 Stück. Den in Fluss der Nostalgie, in der Welt, in die mal zwar. Und Dingens, Pot Royal. Ah ja, ich hab's sehr viel fertig gemacht. Puff! Ein bisschen kämpfen hier. Kann ich auch mal zeigen, wie ich auflevel, weil ich werde jetzt sowieso nicht mehr in irgendeinen Kampf hier verwickelt werden. So, tun wir mal unser Auflevel-Setup. Explosion und ich glaube, ich habe Freund-Boost hier reingenommen, ne? Ja, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und Magnetwelle. So, und dann tue ich noch immer Dingens ausrüsten. Wo ist es? Wunderklinge, damit ich mehr Kugeln bekomme, so wegen Geld und all sowas. Weil ich brauche kein Ultima oder irgendeine andere Waffe. Nehme ich lieber irgendeine, die mir noch so nebenbei irgendwas einbringt. So, und dann mache ich, wenn die Gegner auftauchen würden, dann mache ich den, ja. Damit haue ich eigentlich alles weg, immer sekundenschnell, außer wenn das so bulkige Sachen wie die Viecher sind. Boden setzt Explosion ein. Ja, ich tue dann an verschiedenen Orten machen, damit ich die ganzen Materialien hier einsammle. Da ich nicht weiß, wo ich welches Material bekomme, gehe ich natürlich in allen Welten hier herumirren, verschiedene Sachen einzusammeln. Und ja, so trainiere ich. Okay. Das war ja nur noch Cloud abholen und hier diese Quest mehr oder weniger zu Ende bringen. Und dann kriegen wir auch eine Waffe, die wir für einige Pilze brauchen.
Ja, selbst diese Viecher sind kein Problem mit diesem Angriff. Zum Trainieren ist er perfekt. Mit dem Angriff bin ich auch in den Paradox Hals Cup gegangen. Und ja, ich habe sehr wenig Schaden. So ganz normale Gegner, so wie die hier, haben ewig gedauert, bis ich die kaputt gekriegt habe. Deswegen habe ich doch die Aufnahme abgebrochen und mir gedacht, nee, das machst du ja doch auf Level 99. Einfach nur wegen der Zeit. Ich hätte es vielleicht geschafft, etwas Schwierigkeiten, aber es hätte ewig gedauert, bis ich dann fertig gewesen wäre. Ich will keinen einstündigen Part machen oder so. Eine halbe Stunde reicht doch schon. So, bei 50 Ebenen, Runden, ist aber die Hölle. Naja, Magnet tue ich auch eigentlich einsetzen, wenn mehrere große Gegner oder so da sind. Also trainieren ist eigentlich perfekt. Ja, weil jemand so eine schnelle Trainingsmethode haben will, dann kann er das machen. Alternativ kann man auch hier das Schlüsselschwert, was man von Yuna, Rico und Pain bekommen hat, nutzen. Weil da kriegt man doppelte Erfahrungspunkte, wenn man die Hälfte der AP noch da übrig hat. Aber da muss man die ganze Zeit darauf achten, wie die AP gerade sind. Da muss man auch in einen Kampf gehen, wo man keine AP-Kugeln und so verliert. Da muss man ein bisschen mehr Recherche und so weiter betreiben. Das finde ich ein bisschen nervig. Deswegen, ja, kann man auch machen, aber ist komplizierter. Da. So, und da ich in allen möglichen Orten natürlich hingehe, kann ich auch irgendwann voll viele Sachen kaufen. Deswegen, ja, am besten in verschiedenen Orten. Ich könnte auch eigentlich in die Welt, die niemals war, hingehen und dabei den ganzen niemanden hoch trainieren. Das wird dann voll kurz dauern, aber nee. Da renne ich lieber von einigen Orten hier hin und her und so alles mögliche sammeln, damit ich mehr Sachen herstellen kann. Ich könnte mir hier noch ein paar Sachen herstellen, um mich ein bisschen stärker zu machen, aber wie gesagt, an bestimmten Punkten sind nicht mehr wichtig. So, wo ist Cloud? Habe es hier Sephiroth will ich sehen. Der Sephiroth gesehen? Natürlich. Bin aufs Maul gegeben. Er ist in den dunklen Tiefen. Verstehe. Dann ist es jetzt Zeit, das ein für alle Mal zu beenden. Ich frage mich echt, wie Cloud und Sephiroth auf Leute wirken, die keine Ahnung von Final Fantasy 7 haben, die es noch nie gespielt haben, nichts von der Story wissen oder irgendwie sowas. Ihr bekommt voll einen schlechten Eindruck, habe ich so das Gefühl. Weil Cloud sich hier voll Emo benimmt. Und Sephiroth auch irgendwie. Keine Ahnung, die haben irgendwie so, weil nicht. Es werden sie so voll die gepeinigten Seelen und sowas alles. So, nur Cloud kann mich auslöschen. Den Schmerz und die Dunkelheit in mir. Jemand, der keine Ahnung von Final Fantasy hat, denkt jetzt, Final Fantasy ist genau das. Das ist merkwürdig. Vor allem alle preisen immer Final Fantasy 7. Das ist das Beste aller Zeit, aber Final Fantasy 7 hatte sehr merkwürdige Szenen an einigen Stellen. Ich möchte nur mal an dieses Bordell irgendwie mal erinnern. Man irgendwie eine Badewanne von verschwitzten Männern irgendwie eingefangen werden konnte. Und ja, ich rede von Final Fantasy 7. Da gab es eine Szene, wo man in eine Badewanne gezwängt mit einem Haufen verschwitzter, muskulärer Typen. Cloud wurde da gefangen. Aber wie könnten wir all die Szenen vergessen, wo Cloud sich als Frau verkleidet hat und eine Perücke getragen hat und ein Kleid und Parfüm. Ja, ich rede von Final Fantasy 7. Das allerbeste Final Fantasy aller Zeiten, wie einige ja sagen. Ich möchte es nur anmerken. Nicht, weil ich Final Fantasy 7 schlecht reden möchte. Ich finde es auch gut, aber
finde es ein bisschen überbewertet. Ich meine, Leute sagen irgendwie, das ist das größte Final Fantasy Spiel aller Zeiten, obwohl die noch nie irgendwie einen anderen Teil gespielt haben. Das gibt einen schon zu denken. Wenn aber alle Teile gespielt hast, dann sieht das ein bisschen anders aus. Mein persönlicher Favorit ist immer noch Final Fantasy 6. Hat die meisten Charaktere, hat die interessantesten Story, hat die geilste Musik, Body Musik, ne? So, hi Sephiroth, ich habe Cloud mitgebracht. Könnt ihr jetzt alles friedlich erlösen? Jetzt kommt auch wieder so eine typische Szene, wo man sich dann, wo ich die Reaktion von nicht Final Fantasy Kennern gerne wissen werden. Also hier kommt jetzt wieder eine Szene, wo ich gerne die Meinung und so den ersten Eindruck von anderen Leuten hören möchte, die noch nie Final Fantasy gespielt haben, was die von dieser Szene denken oder über die Serie. Cloud, you'll never let go of the darkness. Shut up. Shut up, Ice. You'll never let go of your past. Shut up! Cloud, get him! Absurd. Defeating me is meaningless. You know that more than anyone, Cloud. No matter how many times I fall, your darkness keeps calling me back. Wrong! Tifa, stay back! How can I? I want to help you! You can't. He'll never let go of the darkness. He doesn't have to. He just needs someone to surround him with light. The darkness will be there, Sephiroth. But in a place you can't reach. Is that right? Let's see what this light of yours can do. Ha! No! Look out! Sagt für den Kampf wurde mehr Budget reingesteckt als in allen anderen Kämpfen in dem Spiel. Stop. Und die sind weg. Where'd they go? Do you think they made it back to their own world? They went somewhere else. Cloud went to fight a great battle. To defeat the darkness inside him. Gone again. What will you do now? Guess I'll keep looking. Got any leads? Don't worry. Light is easy to find. Ja, I gotta go. Here, this is for helping me out. But wait, when did we help? Ist doch egal. So, und Tifa hat uns ihren Autoschlüssel da gelassen. Gut, reicher und vergleichbare Angriffskraft. Reduziert die maximalen Anschläge von Boden- und Luftkombos um ein. Das ist auch nicht schlecht, vor allem wenn man noch die Ability. Die richtige Ability hat. So, passiert jetzt eigentlich hier noch was? Kommen ja eigentlich Gegner oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. So, damit hätten wir halt auch abgeschlossen. Schon mal einen optionalen Boss wieder. Weg. Und ja. Kommen jetzt hier Gegner? Ja. So, dann kann ich den Part eigentlich beenden. Mein Gott, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr heute aufnehmen, aber ist alles doch ein bisschen schneller gegangen als gedacht. Hab so ein Part pro Paradox Cup irgendwie eingerichtet. Hab drei Paradox Cups in einen Part reingekriegt. Ich glaube, wir sind ja auch fertig, ne?
Nein, nicht völlig, aber ein Schatz fehlt uns noch, den kriegen wir später. Ah, was haben wir denn noch? Hey, Spoiler. Ja, okay, ist jetzt kein Geheimnis mehr, ne? Ja, ich kann jetzt den einen in der Welt, den niemals war, versuchen, den einen Pilz da, aber lass mal. Ach ja, ich habe ja noch ein Dingens, ein Puzzle, das wollte ich auch noch mal zeigen. Sollten wir vielleicht auch mal machen, ja? Wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwas richtig Geiles. Und ja, fehlt eigentlich nur noch Abenddämmerung, ne? So, das kann jetzt ein bisschen dauern, weil das ist ein bisschen größer. Habe ich das nicht schon gemacht? Nee, Quatsch, habe ich nicht. Na gut, dann setzt euch mit mir hin und wir machen noch dieses Ding ja schnell. Also nicht schnell, aber einmal gespeichert, ne? Das andere war so, genau. Andere ist jetzt so und da wird gespeichert ausgezeichnet. So, das kommt dahin. Kommt, glaube ich, ja, da kommt da ein. Ah, das kann dauern. Ja, wie gesagt, ich frage mich, was andere Leute über die Szene denken. Wir sind so gepeinigte Seelen und so. Oh, ich bin die Dunkelheit in deinem Licht. Oder was? Irgendwie so weit. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach hier, der Teil. Was? So, er kommt dann irgendwo hier hin, ne? Ungefähr, weiß ich nicht. Boah, das kann ja noch eine ganze Weile dauern, habe ich so ein Gefühl. So, langsam formt sich hier was. Langsam. Turn und Kopf langsam. Ah, du Kacke. Macht aber keinen Sinn. Kommt das hier hin? Boah. Ich weiß es gar nicht. Da muss Namine hier, glaube ich. Nee, da. Da Goofy. Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. So weiß jetzt ja gleich schon. Langsam bildet sich ja was. Sexy Semnas kommt da hin. Ja, da kommt Semnas. Ja, langsam bildet sich. Axel haben wir da. Haben wir Rico. Ist gar nicht Name, der ist Rico. Okay, so kommt hier. Wie es ausschaut, da kommt Roxas. Ja, Maxaldin, Kairi, da kommt dahin, da kommt hier irgendwo hin oder hier hin. Da kommt schon mal nicht dahin. Dahin, dahin. Ja, sehr gut. Minuten. Na, da, perfekt. Das ist eigentlich nicht so lange gedauert, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ah, nein. Ich muss mal irgendwann meine Theorie über Sigma raushauen. Aber das wird wahrscheinlich noch bis Birth by Sleep irgendwie warten. Da ist er. Boah. Nee, was?
Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, okay. So, sehr gut. Nein. Immer noch nicht. Immer noch. Was? So, boah. Ah, langsam mal was. Aber da lohnt sich auch. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da kriegen, aber hoffentlich lohnt es sich. So, was fehlt hier noch? So, Universalschleife erhöht alle Resistenzen deutlich. Okay, ich glaube, das ist ein ganze Ecke besser Teil als die anderen Sachen. So, Schleife. Universalschleife 25%, okay. Eine kleine Schleife noch. Boff. Eine kleine Schleife. Ich könnte mir noch eine Schleife, glaube ich, herstellen, weiß ich nicht. Weniger Abwehr, egal. Ich alles kriege von alles nur die Hälfte der Schaden. Gut, dann ja, hatten wir das abgeschlossen. Gut, und das nächste Mal, wenn ihr mich seht, dann bin ich Level 99. Und habe wahrscheinlich alle Abilities und alle, weiß nicht, fast alle Sachen geschmiedet und so und mal gucken und was weiß ich. Und dann haben wir, weiß nicht, ja, hier müssen wir noch den Dings machen. Und ja, gut. Nee, im nächsten Part sehen wir uns dann, wenn wir die restlichen Pilze kaputt hauen, würde ich sagen. Danach machen wir den Paradox Cup, den Hades Paradox Cup oder in einer anderen Reihenfolge. Ich glaube, wir machen erst die Pilze. Und danach machen wir uns auf zu den letzten optionalen Bossen. Und ja, das werden dann so ungefähr 15 Parts noch sein. Ich wahrscheinlich ein bisschen schneller rausholen oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich das mache. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar, eine Briefbombe oder irgendwas anderes hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf Level 99. Mit fast allen Sachen. Tschüss.